Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Origins. Ja, da sind wir wieder. Wir sind jetzt, wie ich im letzten Part gesagt habe, hier rein zu unserer kleinen Kiste hier und wollen jetzt das uns fehlende letzte Teil für die Puppe da rausholen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Ich hatte ja noch ein Gegenstand, wo noch was drauf stand für diese Geschichte, meine ich zumindest. Ob das überhaupt relevant ist, bin ich jetzt mir gar nicht mehr so sicher. Da ist die Zahl 61. Vielleicht hat das damit auch gar nichts zu tun, ich weiß es nicht. Die behalten die mal im Hinterkopf. So, und die Notiz, die wir hatten, die war Alter vor Schönheit, ne? Oder wie war das nochmal? Alter vor Schönheit. Also wir haben die 34, die 23 und die 19. Alter vor Schönheit. War doch Alter vor Schönheit, ne? Ich weiß jetzt selbst nicht mehr so genau. Aber gut, ich glaube, wir kriegen das raus. Sollte relativ einfach sein. Alter vor Schönheit würde ja bedeuten, umso älter, umso eher kommt die Zahl. Das heißt, 34 wäre dann die erste Zahl, die wir eingeben müssten. Also 3, 4, dann käme die 23. Mal schauen, ob ich richtig liege. So, und dann die 19. Es kann natürlich auch sein, dass diese 61 auch noch damit zu tun hat. Das werden wir mal gleich sehen. Nee, das hat gereicht. Es hat geknackt. Die Kiste ist offen. Nee. Es hat geknackt. Das war falsch. Ja, okay. Da muss ich noch mal kurz in die Notizen gucken, was da noch mal. Das war doch Alter vor Schönheit, oder? Blutige Notiz. Die drei Schönheiten, die es so zum Pumpen bringen, sind der Schlüssel. Alter vor Schönheit. Okay, die drei Schönheiten sind die drei, die wir gefunden haben. Das waren drei Narben. Mit jeweils dem Alter 34, 23 und 19. Ich glaube, es war 34, ne? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. War es 35? Ach, mein oh Mann, mein scheiß Gedächtnis. Ich habe mir die 34 nicht sofort aufgeschrieben am Anfang. Also, Alter für Schönheit. Aber dann müsste es doch eigentlich so sein. Ich versuch's mal mit 3,5. Alter vor Schönheit. Also heißt das doch, das Alter kommt zuerst. Oder müsste ich bei 35 dann, bei 34 dann erst die 4? Das ist ja Schwachsinn. Die erste Zahl muss auch das erste sein, was man eingibt. Ich mal gucken, ob ich 35 gewesen ist statt 34. Vielleicht habe ich mich einfach nur vertan. 23 und 19. Ja, das müssen aber die drei sein. Ich werde jetzt, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde noch mal kurz in den letzten Part reinschauen, ob ich mich mit irgendeiner Zahl, die ich aufgeschrieben habe, vielleicht vertan habe. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, mein Brain hat mich tatsächlich mal wieder im Stich gelassen. Es war nicht die 34, es war die 31. Meine Güte, also jetzt aber, jetzt kommen wir der Sache endlich mal näher hier. 31, komm schon. Dann 23 und dann 19. Jetzt werden wir es aber hoffentlich haben. Meine Güte. Na also, wer sagt's denn? Plastikherz, das war doch eigentlich sehr einfach, sehr simpel. Nur wenn man halt, ja, so ein scheiß Brain hat und dann so viel nicht. So viel übersieht und so weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Alter, verrecke du Sau. Halt, ich habe meine Waffe wieder nicht angelegt. Wieso habe ich meine Waffe nicht angelegt? Moment. Ich hatte doch eben noch meine Waffe. Nahkampf. Infusionshalter. Skalpell. Ach. Ja, die ist wahrscheinlich kaputt gegangen, ne? Die ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Ich habe das irgendwo schon mal gehört, dass die Sachen hier kaputt gehen. Muss das Skalpell jetzt mal anlegen. Oh, stirb du, du komische Puppe. Ist sie tot? Ja, ich denke mal schon. Mann, Mann, Mann. Ja, toll. Darf ich mit dem Skalpell hier kämpfen? Super, wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Das sieht eigentlich schon ziemlich gefährlich aus. Ich sollte jetzt vielleicht endlich mal was trinken hier zum ersten Mal. Vorrat. So, Gesundheitstrink habe ich 2 Stück. Wow, guck mal, jetzt bin ich wieder ganz grün. Anscheinend gibt es hier nur Gesundheitsdrinks und nicht mehr die alten Medizinkästchen und so weiter. Verbandskasten. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren. Wir müssen wieder zurück, glaube ich, in die andere Welt, in die normale Welt. Da müssen wir jetzt mal den Gang runter und auf der rechten Seite Raum 205. Jo, alles klar. So. Meine Güte. Ah, die Kamera, das ist ätzend so. Hä, Moment. Ach ja, hier durch, ja. Wenn ich die Kamera nicht drehe, dann ist... Jetzt muss ich wieder auf die Karte schauen. Na, da oben ist der Raum, ja. So, hier rein. Also ich hoffe, ich klinge nicht wirklich so total schlecht, weil meine Nase ist zu und so. Aber irgendwann muss das ja mal weitergehen mit den Parts. Und ich habe schon lang genug, ja, nicht aufgeschoben, aber kam halt nicht zu. Bisschen aufgeschoben habe ich es auch. Gebe ich ja zu. Und jetzt bin ich aber auch langsam gespannt, ob wir das Krankenhaus hier bald mal abschließen können. Ich habe mich dumm genug angestellt am Anfang, aber jetzt denke ich mal, wird das langsam hier. So, wo war jetzt nochmal auf der anderen Seite, ne? Moment, ach so, wir sind im 2. Stock. Ich muss erstmal in den 1. Stock zurück. So. Würdest du mal die Kamera wechseln, bitte? Hier. Fahrstuhl. Zurück in den 1. Stock. Dann sind wir richtig. Diesen komischen Typ, der uns angelogen hat, diesen Arzt, den haben wir auch nicht mehr getroffen. Bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wo der hingegangen ist. Wahrscheinlich in den 3. Stock, wo man ja eigentlich hinkommt. So. Jetzt schaue ich wieder auf die Karte. Ja, ich weiß, das mache ich ziemlich oft, aber... So, einmal hier ganz rum und dann in den Untersuchungsraum. Oh Mann, ich höre mich schon wieder. Umso mehr man spricht, umso mehr geht die Nase zu, ne, Leute? So, das müsst ihr euch mal merken. So, aber davon lassen wir uns jetzt nicht abschrecken. Hier muss ich, glaube ich, durch. So, hier ist der Raum. So. Jetzt das letzte Stück. Oder fehlt da oben auch noch was? Ich weiß es nicht genau. Ein anderes Organ ist noch im Weg. Ach so, ja, okay, ich verstehe schon. Muss ich das Herz zuerst da reinpacken, wahrscheinlich, weil die Lunge da drüber liegt. Ich hoffe mal, das funktioniert, sonst wüsste ich jetzt nicht. Ja. Die Augen der Puppe haben sich geöffnet, oh je.
Da ist jetzt was drin wahrscheinlich, ne? Ein paar Glasaugen gefunden. Ach, ich weiß auch, wo die hingehören. Das war diese eine Tür. Wieso ist jetzt die Musik an hier? Nette Musik im Hintergrund jetzt. Passt irgendwie gar nicht. Bisschen komisch. So, wir müssen zu der einen... jetzt kann ich, glaube ich, gar nicht umschalten in... kann ich jetzt irgendwie... Ah, ich kann doch, ich kann. So, wo war denn das jetzt? Hier war doch eine geschlossene Tür. Wo war die denn? Ich sehe es gerade nicht. Das war in der anderen Welt, das weiß ich ganz genau. Moment mal, wieso bin ich denn jetzt? Wieso wird auf der Karte jetzt nicht angezeigt, dass ich hier schon mal durch... Achso, ich war auf dem falschen. Ja, klar. Ja, keine Ahnung, ich versuche das jetzt so abzugehen. So. Man sollte sich vielleicht auch so merken, wo das war. Wenn ich ein bisschen suche, ist es ja auch nicht schlimm. Da war dieser eine Raum, wo man auch was einsetzen konnte. Gut, ich weiß nicht, ob das jetzt hier war oder anderswo, aber wir werden es ja gleich wissen. Och Mann, Junge, was ist denn jetzt wieder los? Lauter Puppen unterwegs. Komm, stirb. Oh, die hat mich... Verdammt! Lass mich los, du blöde Krankenschwester, ey! Was nervt doch nicht rum, Junge? Ich meine, es ist ein Mädchen, aber egal! Jetzt kommt die andere auch noch wieder! Alter, was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Wollen die mein zartes Fleisch? Ich weiß nicht, ob das überhaupt zart ist. Na, komm her! Ist das Messer auch schon wieder kaputt, oder was? Oh, weia, das könnte noch richtig böse werden. Das Messer ist anscheinend auch schon wieder im Arsch. Nehme ich mal kurz diesen Infusionshalter hier. Also ich glaube, ich sollte vielleicht in Zukunft... Ich sollte vielleicht... Mädels! Alter, ich sehe nichts! Mach dich vom Acker! Ah, wir sind sehr unhandlich, die Waffe. Aber jetzt habe ich dich. Ja, boxen kann ich auch. Die nächste Waffe ist im Arsch. Super, jetzt boxe ich dich kaputt. Komm hier, wir sind hier, ich bin Max Schmeling, bin ich. Komm. Ach, Mädel. Alter, wie viel halten die denn aus, bitte? Gleich keinen Bock mehr. Wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? Oh, weia. Nee, nee, nee. Kann ja wohl nicht sein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf euch. Ich lasse euch jetzt einfach links liegen. Ich bin sowieso falsch hier. Ja, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, Freunde. Leider reicht die Zeit nicht. Und beim nächsten Mal werden wir dann hoffentlich ankommen, wo wir ankommen wollen. Bis dann. Ciao.